Okay, hallo Leute, was geht? Ich habe so scheiße geschlafen. Es sind irgendwie direkt noch irgendwelche Leute angekommen, als ich versucht habe, ins Bett zu gehen und so. Und es ist jetzt halt so warm. Es ist 9 Uhr und ich gehe jetzt duschen. Ich fühle mich direkt wie um 3 Jahre frischer. Schön sieht's hier aus. So, was heute gemacht werden muss, ist, ich muss neues Wasser holen, wenn mein Beutel hier komplett nach Plastik schmeckt. Dann, oh, beste Story, ich habe mir extra vorgestern, bevor ich losgefahren bin, habe ich mir extra noch Flipflops geholt, also so Badeschlappen, mit denen ich duschen gehen kann. Ich habe wohl auf dem Transport hierher den zweiten verloren. Jetzt habe ich nur noch einen. Dann tragen die anderen, glaube ich, den Pavillon, weil wir kriegen auch so ein cooles Ding, so ein Pavillon. Tragen die hierher. Ja. Und mein großer Zeh ist entzündet. Es tut grob weh und ich habe das Gefühl, wenn ich heute wieder den ganzen Tag in meinen Vans rumlaufe, weil ich ja keinen zweiten Badeschlappe habe, habe ich in 8 Tagen keinen großen Zeh mehr, aber es ist schon okay. Und ich glaube, ich gehe jetzt zu Aldi. Gehst du mit? Ja. Ich fühle mich echt, als wäre ich in so einer Stadt. Das ist ja auch das Konzept dahinter, witzigerweise. Du heißt auch Citizen. Und hast so einen Reisepass, habe ich schon erzählt. Egal, okay, wir gehen jetzt zum Aldi. In anderen Ländern stehst du an, um in den Club zu kommen. Hier stehst du an, um in den Aldi zu kommen. Okay, Status-Update. Der Beutel schmeckt immer noch nach Plastik. Kommt mit. Okay, hallo, ich zeige euch jetzt unsere Crib, unser Imperium. Das ist der geheime Eingang hier. Krank. Ich habe übrigens auch keine Hose an. So, das ist Müll. Der gehört nicht zu uns. Gehört der nicht? Nein. Wir haben jetzt hier so fest drei Tische aufgebaut. AKA Bier vom Tisch. Wir füllen hier natürlich auch nur Wasser rein. AKA Milch, AKA Wasser. Lit. Stay hydrated. Schon gesagt, gestern in dem Vlog zu sehen, die eindeutig niederländische Flagge. Oder schottischen Danke. Hochlandes, keine Ahnung. Das ist Andrews Zelt. Wir wollen seine Unterhosen nicht sehen, deswegen gehen wir direkt zu meinem Zelt. Joke. Schwer zu erkennen, dass ich eindeutig hetero bin. Das ist eine niederländische Flagge, dachte ich. Nein, das ist jetzt die englische. Komm mit in mein Zelt. Okay. That's where the magic happens. Temperaturen sind auch sehr ausgeglichen hier, muss man sagen. Richtig Premium, 30 Euro quasi Matratze. Das ist mein Food Court. Weiter geht's. Wir haben natürlich auch Pavillon. 20 Euro Amazon oder wie viel hat er gekostet? Ja. 20. Natürlich, ganz wichtig, Müll recyceln. Extra, den geben wir dann ab und der wird dann recycelt. Und das war's. Und jetzt spielen wir Wasserpong. Okay, und jetzt gehen wir zu Clean Bandit. Fertig! Woo!
wissen, zu Hause in Deutschland ist Andrews größtes Hobby Kartentricks. Ich weiß nicht, wie er das gerade eben gemacht hat, aber er zeigt gerade irgendwelchen wildfremden Menschen einen Kartentrick. Why? Mission Conny aufwecken. Oh, nein, ich würde dich ja nicht. Hier im Gabi so mit so. Oh, nein! Oh nein! Er hat gerade genäppt! Oh, Papi! Oh!